Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omni 2, praktisch Take 2 dieses Videos. Mal gucken, wie viele Anläufe ich heute noch brauche, um dieses Let's Play endgültig aufnehmen zu können. So, wir stehen hier gerade auf der Map Evalinsee, was auch vielleicht das Paint oder das Kennzeichen schon verrät. Und fahren mit diesem Gefährt, genau, das ist ein Citaro Facelift. Drei Türer mit, ich glaube, ich habe ein Ecomat-Getriebe jetzt, also ein ZF-Ecomat-Getriebe jetzt ausgewählt. Wir werden einmal die zwei Buslinien, die es auf Eberlinsee, oder zumindest auf dem Teil Eberlinsee gibt, werden wir in dieser Folge fahren. Wir beginnen jetzt mit der Linie 125 und ich bin gespannt, also ich habe jetzt nochmal die Hofdatei ausgewechselt, das hat nämlich vorher nicht ganz so funktioniert wie erhofft. bin ich gespannt, ob das Ganze jetzt funktionieren wird. Man ist sich unsicher, deswegen werden wir uns jetzt hier erstmal reinsetzen und werden das Ding jetzt erstmal starten, damit wir hier nicht ganz so viel Zeit verlieren. Ich habe davor ja, wie gesagt, schon mal aufgenommen und habe 37 Minuten gebraucht für das komplette Let's Play. Das war ein bisschen eher ungünstig. Und es gibt tatsächlich immer noch kein Ziel, das ist ja interessant. Naja, gut, dann werden wir das Ganze jetzt wie richtige Omni-Let's Player hier lösen und werden hier einmal über das Hartz-IV-Menü... Ja, das werden wir tatsächlich so. werden wir das Ganze hier mal schildern. So, wir sind, wir fahren zum Ausbahnhof, wollte ich sagen. So, da schildert er hoffentlich auch schon. Dann können wir hier. Naja, Hilfsfeile brauchen wir eigentlich nicht. Zumindest im Regelfall nicht. Ja, in der letzten Folge habe ich mich verfahren. Das sollte diesmal nicht nochmal funktionieren. Was sage ich eigentlich? Das sollte diesmal nicht nochmal so laufen. Ich meine, jetzt kenne ich den Weg ja. Also, das wird sich jetzt schon einrenken, denke ich mal. So, 49 machen wir mal, weil den 50 haben wir Abfahrt. Dann machen wir ja mal wieder das Ganze raus, machen wir die Feststellbremse raus und dann kann ich jetzt auch... Das ist auch interessant, also, wenn wir hier jetzt starten, mit 125 erstmal Richtung Ostbahnhof, dann hat es nämlich einen Vorteil, nämlich da kann ich nämlich gleich erstmal mich hier praktisch als Busfahrer beweisen, denn... Ja, wie soll ich sagen... Die Kurve hier ist ein bisschen kompliziert zu nehmen, wie man sieht. Und das wird nichts. Das wird nichts. Mist. Okay, naja, wenigstens recht langsam hier rumgefahren, sodass das, wenn wir Fahrgäste gehabt hätten, jetzt auch keinen gestört hätte. Hoffe ich zumindest. So. Übrigens ist es einer der Gründe, warum man hier nicht mit einem Gelenkbus langfahren kann. Weil die Straße einfach so eingebaut ist. Hier würde man gar nicht erst mit einem Gelenkbus langkommen. Ja. Auf jeden Fall gut gelöst. Ich hoffe auch, dass es mit der Performance diesmal ein bisschen besser läuft als vielleicht in anderen Folgen. Das habe ich nämlich jetzt beim Florian Kahle im Video gesehen. Das habe ich mir nämlich auch mal reingezogen. Der hat nämlich die Tatra, also den Mod, den ich hochgeladen habe, da hat er einmal vorgestellt auf, wie ich denke, Userwunsch. Da hat er sogar gesagt, dass ein Userwunsch war. Und da hat er unter anderem auch mich erwähnt und meinen Kanal... Und dass ich mir mal ein bisschen besseren PC kaufen sollte, damit die Performance... ein bisschen weiter ausführen vielleicht. Damit das mit der Performance in Omni besser läuft. Die Sache ist aber, eigentlich ist mein PC gar nicht der schlechteste. Und trotzdem ist meine FPS-Zahl immer so niedrig. Ja toll, jetzt funktioniert es gerade nicht, so ein Scheiß. Dass ich das... ach, scheiß drauf. Rechts vor links. So, der will eh links abbiegen. Man muss eh warten. Das ist eigentlich mit dem FPS, das muss irgendeinen anderen Grund haben. Ich verstehe es immer nicht. Wobei, naja, gut, könnte vielleicht, also entweder hat es mit einem RAM zu tun oder mit einem Prozessor. Das ist schon mal klar. Allerdings, ich kann mal sagen, was ich eingebaut habe. So, rechts ist gerade frei, sehr schön. So, dann fahren wir hier vorsichtig über Bahnübergang. Das habe ich auch in der Fahrschule gelernt. Vorsichtig immer über Bahnübergänge, sonst gibt es Ärger mit dem Prüfer oder so. Hat mir mein Fahrlehrer erzählt, dass es bei einem Schüler durch die Prüfung gefallen ist, weil er zu schnell und ohne zu gucken, vor allem immer vom Bahnübergang rechts und links gucken, ob was kommt. Der ist über den Bahnübergang rüber gerauscht, ohne dass er nach rechts und links geguckt hat, weil er nämlich genau wusste, dass er nichts fahren kann. Nämlich, ja genau, Manfred, erstmal wieder Zuckungen hier. So, Türe zu. Der ist über den Bahnübergang rüber und hat nicht geguckt und ist dadurch durch die Prüfung gefallen. Und wie gesagt, das Bahnübergang, da fährt normalerweise nichts. Rechts und links davon sind halt Züge abgestellt, die auch schon seit Ewigkeiten vergammeln. Ja, also die Moral von der Geschichte, immer schön gucken, ja? Also sollte man in echt sowieso machen, wenn man über den Bahnübergang fährt. Ich meine, kann ja auch mal was defekt sein oder so. Also wenn die Schranken mal nicht zugehen und nicht funktionieren, also wenn die Technik kaputt ist, dann ja... Hat man ja verkackt, ne? Sozusagen, also wenn man dann den Unfall baut.
Da ist man dann eher tot als alles andere. So. Was wollte ich sagen? Ach so, mein PC, ne? Also performance-technisch. Ich habe folgende Sachen eingebaut. Naja, also als Grafikkarte habe ich eine GTX 960 mit 4 GB Grafikspeicher. Die verorben sie ja so gesehen. Haben sie nicht sowas vollkommen wie eine Heizung hier im Bus? Kenne ich nicht, haben wir nicht. Gibt's nicht. Diese 4 GB sollten ja eigentlich vollkommen verorben sie ausreichen. Wie man sieht, also ich denke nicht, dass es an der Grafikkarte liegt. So, dann habe ich mir vor kurzem erst eine SSD-Festplatte einbauen lassen. Über die läuft Windows, über die läuft OMSI. Da habe ich also eigentlich so ziemlich all die Anwendungen raufgespielt, die auch tatsächlich Performance benötigen. Ja, also es ruckelt zumindest weniger. Das mit den Nachladern ist, glaube ich, besser geworden. Oh, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rumkommen. Da hinter dem schwarzen werden wir mal. Ah, scheiße. Ja, hab's ja gesehen. Ich hab da seinen Führerschein gewonnen, aber. Hinter dem aber. So. Ja, SSD-Festplatte, genau. Der kann's auch nicht liegen. So, dann habe ich 8 GB RAM, was eigentlich recht wenig ist im Vergleich zu anderen. Also eigentlich wäre der 16 besser. Also könnte an RAM liegen. Und an Prozessor, irgend so ein AMD-Dings, irgendwie, keine Ahnung, AMD R8800 oder sowas. Ich weiß die Zahl nicht mehr und ich weiß auch nicht mehr die genaue Bezeichnung. Auf jeden Fall hat das der, also von der Leistung her, also von Gigahertz, also ist ja immer angegeben in Gigahertz das Ganze. Das ist ungefähr zu vergleichen mit einem i5, glaube ich, mit einem i5-Prozessor oder so. Kann das, glaube ich, schon aufnehmen. Ja, eigentlich dürfte es daran auch nicht liegen, ne? Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, meine Prozessorausleistung, meine CPU-Auslastung, meine ich, wollte ich sagen, ist bei. Können wir mal kurz nachgucken? Obwohl, ne, gucken wir später nach. Ich glaube, die dürfte jetzt bei 70% oder so schon sein. Also, ich bin mir da halt unsicher, woran es liegen könnte, ne? Und ansonsten 4 GB Patch in OMSI ist ja auch drauf und die Einstellungen sind ja auch jetzt nicht unbedingt die schlechtesten. Ja, also OMSI ist ein großes Rätsel wie immer. Sagen wir es so. Ansonsten bin ich natürlich glücklich, dass ich das Ganze jetzt schon zweites Mal aufnehmen kann und wenn wir jetzt gleich in den Bereich hier reinfahren, wird die Performance eh wieder richtig schlecht werden. Das kann, also ich sehe es schon kommen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Und am Ende wird sich. Also, ihr könnt ja dann einfach mal Stellung in den Kommentaren zu nehmen. Ja, ja, ne, schon wieder voll die schlechte Performance. Oh. Ist halt so. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern und ich habe auch gerade vor allem überhaupt kein Geld für einen neuen Rechner. Also, das, ich muss irgendwo mit leben und wer sich das Ganze hier angucken möchte mit der schlechten Performance, der kann es natürlich tun. Und denen es halt nicht gefällt, die können ja auch gehen, ne? Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Also. Ja, Dude, ne? Läuft bei dir. Warte mal. Ey, das müssen wir. Das nehmen wir als Thumbnail, ne? Sorry, meine Nase läuft ein bisschen, also. Für irgendwelche unangenehmen Geräusche möchte ich mich schon mal im Voraus entschuldigen. Ansonsten natürlich auch für die Performance, für die ich ja, wie gesagt, naja, ich gebe mein Bestes, das irgendwie noch hinzukriegen. Ich meine, RAM kriegt man ja, glaube ich, auch für gar nicht so viel Geld. Also, ja, ich muss mal gucken, wie ich das gelöst bekomme. So, einmal rein, genau. Ansonsten ist jetzt eigentlich auch schon die Gefahr gebannt. Oh, zweite Tür noch. Ja, so, zu da hinten. So, dann können wir wieder los. Was soll ich sagen? Ansonsten gucken wir einfach, dass wir das hier gut über die Bühne kriegen, wollte ich sagen. Nee, wollte ich nicht sagen. Ich hab's vergessen, scheiße. Ja, totaler Blackout gerade. Oh, grün. Das gefällt mir. So, ansonsten den Bus bin ich, glaube ich, auch noch nicht gefahren, ne? Also wir fahren hier mit einem Facelift 3-Türer, wie gesagt, den ich, glaube ich, auch noch nicht vorgestellt hatte.
Ich weiß, ich habe den Viertürer gelenkt, den habe ich schon vorgestellt. Ich habe den Zweitürer Solo und den Dreitürer gelenkt. Den habe ich sowieso schon oft gefahren. Also, das ist ja eigentlich mein Standardfahrzeug geworden, seitdem der draußen ist. Also, zumindest für Omsi, beziehungsweise Omsi Let's Plays. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir der Facelift ans Herz gewachsen. Ich mag den auch in echt ziemlich. Ich finde dieses Design einfach ziemlich cool. Ich finde, damit haben sie echt nochmal einen richtigen Treffer gelandet. Gegenüber dem Citaro, den fand ich auch schon ziemlich gut. Da haben sie nochmal richtig einen rausgehauen, finde ich. Upsala. Wir müssen hier irgendwie anhalten. Ja, also, wenn wir hier rausfahren, müssen wir auf jeden Fall gleich eine Rückwärtsgang noch reinlegen. Ah, Gott, da habe ich ja richtig was. Ja, Fahrkunst. Ich bin hier, wie man sieht, bester Busfahrer überhaupt, ja? So, Rückwärtsgang. Die Hälfte mit der Straßenbahn, das ginge vielleicht, habe ich gehört. So, einmal links blinken. Wir warten die mal noch ab. Lassen wir mal noch raus. Ach, die wollen alle links rüber. So, das haut hin, okay. Ach, wir müssen ja auch nach ganz links. Scheiße. So. Gut, mit einem Einordnen haben wir es dann jetzt auch. Ja, doch, aber trotzdem nicht ganz so schnell. Immerhin kommt hier auch Gegenverkehr und wir dürfen ja auch kein Auto mitnehmen. Sollte man zumindest nicht. So. Ja, doch, vorsichtig und naja. Zu riskant fahren macht's halt auch nicht gut, ne? Ich meine, wenn wir hier dann ein Unfall nach dem nächsten bauen, das geht ja auch für den Verkehrsbetrieb geht das natürlich auch in die Zahlen, ne? Ich meine, wer will schon dauernd Reparaturkosten für den Bus zahlen und außerdem Versicherung und so, ne? Also ich meine, jeder ist ja irgendwo versichert. Zumindest sollte man sein Auto versichert haben. Wer nicht, wer das nicht hat, keine Ahnung, was der genommen hat. Wenn du einen Unfall baust und du bist nicht schuld, dann hast du halt das Glück, dann wird das irgendwie finanziert, ne? Das, naja, nicht zu 100% vielleicht, aber es wird auf jeden Fall dir ein Teil abgenommen. Ein ziemlich großer Teil, denke ich mal. Ja, sorry, ich bin halt noch nicht ganz so drin, ne? Ich meine, ich habe noch kein Auto. Ich habe jetzt meinen Führerschein, ja? Das ist ja schon mal ein erster Fortschritt. Sehr schön. Aber wozu brauche ich jetzt noch ein Auto, ja? Ich meine, ich lebe bei Mami und Papi. Bin froh, mach mal meine Ausbildung, ja? Und dann, kann man sich irgendwann, wenn man es mal braucht, auch Gedanken über ein Auto machen. Weil bevor man nicht mal eine eigene Wohnung hat, ist das halt schlecht. Deswegen kann ich mir gerade auch kein PC leisten, ne? Also ich meine, irgendwo muss man ja unterkommen, ne? So, ich glaube, jetzt können wir ja... keinen neuen PC habe ich da, wollte ich sagen, ne? Keinen eigenen, den eigenen habe ich ja schon. Einen neuen. Ich brauche einen neuen. Ja, aber ich habe selber schon mit dem Gedanken gespielt. Ich meine, ich kann ja viele Games auch gar nicht zocken, also ich... Ah, sorry. Ich das Schild mitnehmen. So, der parkt oder der war. Der parkt, okay. Ich kann viele Games auch gar nicht zocken. Ich meine. Sorry, ich bin sowieso der totale Simulatoren-Fan geworden. Merkt man ja auch. Ich meine, ich habe ja so gut wie keine anderen Spiele. Das ist auch wieder gelogen. Ich habe keine anderen Spiele außer Simulatoren. Oh, jetzt hat er sich geoutet. Shit. Ah, kacke, da will noch jemand. Ja, gut. Rein da. So, jetzt aber. Wartet. Ah, kack. Ja, gut. Ja, sie auch noch. Jetzt aber. Aber ich habe schon mal überlegt, also sowas wie The Crew 2 oder so, sowas hatte ich mir schon überlegt, ob ich mir das mal zulege. Oder, ja, wer kennt's nicht, GTA 5. Also ich meine, wer spielt das nicht? Oder wer hat es nicht gezockt? Ich habe es auch schon mal angespielt bei meinem Cousin, aber selber nie gezockt. Das ist halt eine Sache, wenn Omsi schon so schlecht läuft und andere Games auch nicht gerade viel besser laufen, dann ist halt die Frage, ja, dann kannst du auch nicht irgendwie mit GTA 5 ankommen, ne? Also das würde ja auch massiv dann in die Performance gehen, in die Performance-Einbrüche und wer hat Lust, also mit Lex die ganze Zeit zu spielen, habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich sie bei Omsi die ganze Zeit durchziehe, ja, das ist eine Ausnahme. Muss man irgendwo akzeptieren. Nee, also irgendwo ist da schon der Drang dann nach einem neuen Computer vorhanden. Ich meine, mein PC ist 4 Jahre alt inzwischen. 4 oder 5? 4 Jahre. Und schaden kann es ja nicht, sich dann mal irgendwann einen neuen zu holen. Das sehe ich schon irgendwo ein.
Da, wenn dann, dann hole ich mir es. Also, habe ich mich schon vorgestellt, so irgendwie zusammengeschusterten. Also, ich meine, ich bestelle mir die Einzelteile, also Gehäuse, wird wieder Tower werden, Netzteil, Grafikkarte und so weiter und so fort, dass ich mir hier mein Gaming-Setup praktisch aufbaue. Also, in Anführungszeichen natürlich. Weil richtig professionell wird das Ganze, was ich hier mache, eh nicht. Also, das müssen wir natürlich auch einsehen, ne? Ja, professionell, ne? Wer wird schon professionell? Ja, doch, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, also. Irgendwo sagt man sich, wird schon werden, aber wenn man daran nicht arbeitet und nichts macht, dann kann das natürlich auch nichts werden, ne? Wir werden einfach sehen, was die Zukunft bringt. Wow, was für ein Satz. Einfach zuversichtlich bleiben und dann kriegen wir das auch irgendwie geregelt. Sicherlich. Wie gesagt, jetzt noch, noch nicht die passende Zeit dafür. Die wird aber definitiv kommen. Also sobald die Ausbildung dann auch irgendwie im Gange ist, dann denke ich, wird das schon besser werden. So, dann lassen wir ja mal aussteigen. Scheint sogar so, als würden wir jetzt komplett leer werden. Und dann fahren wir einmal zum Terminus vor. So, Türe zu, genau. Links blinke nicht vergessen. Und dann fahren wir vorsichtig von der Haltestelle weg. Jetzt wird sowieso nochmal interessant, weil jetzt kommen wir natürlich... Ey, rot, ich glaub's ja nicht. Aus beiden Richtungen so. Ah, okay. Ja, ist zwar für rechts abbiegen, aber... Ja, ich meine, was wollen wir denn rechts jetzt? Außerdem, komm, man tut da eh nichts. Zumindest gerade nicht irgendwie. Warum? Wir sind tatsächlich mit Fahrplan gefahren. Wie geht das überhaupt? Egal, passt. Ich meine, wir haben Fahrplan und ich kann glücklich sein darüber. Ich frage mich trotzdem, ich meine, vorhin in der Folge... Das ist, okay, das macht mich jetzt doch... Hupsala. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen begriffsstutzig. Ich meine, vorher in der Folge, zumindest in der vorigen Aufnahme, muss ich die Zeit umstellen, da muss ich irgendwie den Tag verändern, sodass wir hier überhaupt irgendwie einen Fahrplan hatten, dass wir überhaupt die Linie fahren konnten und jetzt ist auf einmal da. Was ist denn da los? Ich verstehe es schon wieder nicht. Echt das größte Rätsel, oder eins der größten Rätsel der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, meine ich. Ja, Odyssey 2, was ist das? Viele freuen sich ja auch auf Lotus, das kriege ich ja auch immer in den Kommentaren mit. Ja, mit Lotus wird alles besser, so nach dem Motto, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich... Lotus ging immer noch ein bisschen skeptisch. Die Grafik ist ja super, also die finde ich echt ziemlich klasse geworden. Vor allem das, was man jetzt über Texturen alles regeln kann, also dass dann tatsächlich automatisch diese Effekte drüber gelegt werden, das finde ich schon ziemlich... Das finde ich sehr schön. Wartet mal kurz. Nein, ich bin natürlich noch nicht an der Endhaltestelle. Wir fahren jetzt mal kurz rein. Du wartest da vorne, Rechtsabbiegeramt. Okay. Arschloch. Dich zeig schon, ne? Kennzeichen habe ich mir gemerkt, ne? Das wird Folgen haben, mein Freund. Das sage ich dir. So, dann fahren wir einmal kurz zur Pausestelle. Das meine ich übrigens, deswegen sind wir hier mit einem Dreitürer unterwegs. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Kapazität als ein Zweitürer. Eigentlich nicht, aber egal. Ah, okay, ich wollte schon sagen, also... Ich dachte, ich hätte jetzt komplett umsonst diesen Schlenker da gemacht, aber es ist nicht so. Puh! So, das wollte ich einfach nochmal kurz sichergestellt haben. So, dann wechseln wir mal kurz die Linie. Dann gehen wir nämlich jetzt auf 124. Ja, so viel zu der Thematik mit der Zeit. 5, 9. So. Ja, wir haben Sonnenabend, das heißt. Ja. Play am besten. Hallo? Ah, jetzt. So, das Ganze gleich nochmal. 23. So, dann haben wir jetzt Montag. Zumindest wenn das jetzt richtig läuft. Und jetzt sind wir richtig frech. Jetzt stellen wir einfach nochmal auf 11 Uhr vor oder so. Dann sind wir ungefähr so dran wie gerade eben auch. Von der Zeit her. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Fahrplan. Oh, krass, ey. Richtig. Das war gehackt, gescheatet, was auch immer, aber.
Nicht, das war nicht ordnungsgemäß, Mensch. Schäm dich, ja. Schäm dich. So, Thomasdom haben wir, ne? 124 nach Thomasdom. So, wir fahren jetzt einmal vor und lassen da einsteigen. Also zumindest, wenn jemand will. Ah, Tatsache. Wer hat's gedacht? Es funktioniert halt. Wo lauft ihr hin? Ey, da steht ein parkendes Auto. Wie soll ich denn da hinkommen? Und ich habe ein bisschen schlecht gehalten. Ja, ich sehe es ein. Nächstes Mal wird besser. So, minus 0,5 haben wir aktuell. Ich meine, wer wird denn jetzt noch kommen? Wir fahren jetzt einfach ab. So, der wartet brav. Dankeschön. Das war jetzt als Gruß gedacht. Ja, nicht irgendwie nicht erschrecken oder so. Genau, als Autofahrer wirst du erstmal von einem Bus angehupt und denkst dir erstmal, was will der jetzt eigentlich von mir? Nehmen wir eigentlich noch auf? Das läuft auf einmal so flüssig. Oder kommt es mir so vor? Okay, es war schon besser. Ja, doch, jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt flüssig läuft oder nicht. Was mir übrigens an der Kreuzung da aufgefallen ist, mir fehlen hier links und rechts irgendwie noch die Ampel. Also, ich meine, wenn wir mit dem Bus ganz. Sorry. Wenn wir mit dem Bus ganz vorne an der Haltelinie stehen. Dann sehen wir einfach die Ampel nicht mehr. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt grün habe, rot, gelb, was auch immer. Aber ob ich fahren darf oder nicht, das ist damit nicht geklärt. So, jetzt haben wir auch endgültig Abfahrt. Ich meine, jetzt müssen wir auch grün kriegen hier, damit wir im Fahrplan drin bleiben. Los, fahr, Mann! Fahr! Gib mir grün, komm! Bitte! Bitte! Upsala. Hab ich da jetzt etwa gehupt? Nein! Ah, grün. Sehr schön, sehr schön. Komm. Gib Stoff, gib Gummi, mein Freund. Ja. Yeah. Zieh richtig durch hier. Boah, Mensch, der fegt weg. So, 50 dürfen wir, 50 können wir, 50 machen wir. Ja, was bremst denn du jetzt? Nein, nicht bremsen. Da musst du doch mitbremsen, das ist ja gemein. Ich will doch gar nicht bremsen. Ah, scheiße, ich muss aber bremsen. Ich muss sogar ziemlich doll bremsen. Aber was soll denn das? Ach. Hallo? Das könnte ein Weilchen dauern. In der Zwischenzeit... Achso, das Thumbnail haben wir ja jetzt inzwischen schon. Eigentlich hatte ich sowieso schon eins gemacht gehabt, aber in die Gegenrichtung. Ja, ist ein bisschen... Für die Folge zumindest vielleicht ein bisschen verkehrt gewesen. Oh, es geht voran. Das ist wie in so einer Warteschlange. Ich war ja letztens im Heidepark. Ey, da ist was los, ne? Vor allem, wenn du dann morgens um 10 erstmal ankommst, dann denkst du, ja, ne, 10 Uhr, keiner da. Ey, Menschenmassen stehen da vor den Toren und wollen Eintrittskarten haben. Das ist unfassbar, wirklich. Also, in einem Park, ich glaube, naja, tausende Menschen waren es sicherlich. Aber das ist wirklich weltbewegend da. Ja? Und vor allem, wenn du dann für irgendeine Attraktion anstehst, sei es jetzt Achterbahn, sei es Freefall Tower, sei es was weiß ich, was da noch gab. du stehst da Stunden an und wirklich, es geht immer zack, zack. Stück für Stück geht's vorwärts und du stehst dir da deine Beine aus dem Bauch. Ey, ey, ey. Es war aber eine Erfahrung wert und ich muss sagen, es hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Also, wenn man so überlegt, eigentlich ist es ja unlogisch, wenn man so für eine Minute Fahrzeit irgendwie, also ist ja nicht lange, wie du da in so einer Achterbahn sitzt, stehst du eine Stunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, was auch immer an. Also, unter einer halben Stunde ist meistens eh nicht. Es ist irgendwie, ja, nicht so ganz durchdacht, denke ich mal. Aber immerhin, also es gefällt vielen Menschen. Viele Menschen wollen es machen und es ist ja tatsächlich auch, also dieses Feeling, was du da bekommst, teilweise, wenn du durch die ganzen Loopings rast und so, da denkst du echt, oh, ich bin frei. Da fehlt echt nur noch, dass du durch die Gegend schwörst und sagst, I believe I can fly, so nach dem Motto. Nein, ich bin nicht auf Druck. Also es war auf jeden Fall sein Besuch wert. So viel wollte ich dazu nur noch sagen. Genau. Ja, Ferien, also ist so Kindheitserinnerung sammeln, ja, mit 17. Gratulation. Naja, also wie sie uns schon in der Ausbildungsstelle,
Ja, doch, haben sie uns gesagt. Im Ausbildungszentrum der Deutschen Bahn, genau. Da haben sie schon gesagt, ja, ne? Genießt eure Ferien, es sind eure letzten. Wobei, dann haben sie doch irgendwie hinterher gesagt, ja, ne? Also, es sind nicht eure letzten, aber ihr müsst halt in den anderen arbeiten, ne? So ist es. Also, so gesehen, es sind meine letzten Ferien. Die kann man auch mal richtig schön genießen, vor allem, ich sitze. Ich habe schon seit längerem frei, sagen wir es so. Ich bin schon ein paar Monate länger zu Hause als Leute, die jetzt gerade erst Sommerferien oder den Beginn der Sommerferien hatten. Vor allem die in NRW, die sind ja ganz schlimm dran. Die hatten ja jetzt als letzte erst. Boah, ich weiß gar nicht. Ja doch, ich glaube, die Bayern, die haben schon frei, ne? Sonst immer fahren ja die aus Bayern so ziemlich die, die am schlimmsten dran waren. Diesmal waren wir in Brandenburg sogar noch recht gut. So hätte auf jeden Fall schlimmer laufen können. Ey! Wollte gerade schon sagen. Ja toll, jetzt bin ich auf dem Bordstein oder was? Nee, doch nicht. Weg da, stopp. So. Das hat sich damit wieder erledigt. Sehr schön. Eine freie Straße geradeaus. Jetzt müssen wir links abbiegen. Ziffer zu geradeaus. So, Linksabbieger haben zu warten, ne? Der wartet auch ganz brav da hinten, das ist ja nett. Ja, so unterstützt mein Busfahrer, vielen Dank. Nein, wirklich, da sollten sich einige mal ein Beispiel dran nehmen. Ist ein bisschen eng vielleicht für dich, da mit dem... Ah, okay, passt noch, passt noch. Sitzt, passt, wackelt oder Luft. So muss es sein. Können wir jetzt? Ne, können wir noch nicht. Und ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Für diese kleine Linie, nächste Station ist bei uns schon Endstation. Es ist ein 10-Minuten-Takt. Ich meine, die Straßenbahn fährt hier ja auch nicht. Nee, Quatsch. Die 2, die fährt doch auch einen 10- oder 20-Minuten-Takt. Und da ist ja noch eine Buslinie mit einem 10-Minuten-Takt bis zu dieser... Ich weiß gar nicht, was der Thomasdom eigentlich darstellt. Eine Sehenswürdigkeit sicherlich, bestimmt. Aber das ist da ein 10-Minuten-Takt. Also, man sieht ja, also... Die Auslastung gibt das jetzt nicht unbedingt her, vielleicht. Ja, man weiß nicht so ganz. Doch, doch, also... 10 Minuten Takt ist auf jeden Fall übertrieben. Übertrieben, sage ich, ja? Vor allem ich in meinem Kaffee. Ich habe einen Stundentakt mit einem Überlandbus. In der Stadt habe ich... Oh. Ja, kriegen wir uns hier irgendwie geeinigt? Fahr du am besten erstmal, ja, genau. Dann fahr halt nicht. So. Und dann sind wir auf jeden Fall gleich an der Endstation. Dann haben wir es. Habt eure Fahrt auch überstanden. Lebend. Hoffentlich. Oh, das wäre... Ah! Was machst du da? Was hast du hier zu suchen? Ach, so, Rückwärtsgang rein. Ja, hilft ja nichts. Nein! Ja, lass mir halt überhaupt keinen Freiraum. So, irgendwie vorbeigeschummelt. Boah. Was sagen wollte, das wäre jetzt noch die Sonder... Also die Nachricht überhaupt. Die würde bestimmt jeden YouTuber irgendwo erfreuen, dass ein Zuschauer währenddessen er ein Video von sich, also naja, von jeweiligen YouTuber halt, in dem Fall ich, wenn er da verstirbt, währenddessen er ein Video von mir guckt. Das wäre ja echt der Höhepunkt meiner ganzen YouTube-Laufbahn hier, so in den 2 Jahren. Ja, da sagt man Daumen hoch. Ich hoffe sowieso, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, ich entschuldige mich für Performance und sonst was. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Wir haben es somit überstanden. Und ich hoffe, dass ich auch somit einen Wunsch eines Zuschauers erfüllen konnte, der sich das hier mal vorgestellt hatte. Vielen Dank übrigens für den Tipp. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.